Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead, The Final Season, Episode 2. Weiter geht's. Zeige das Ericssons Sporttrikot. Zeige Disco Broccoli Shirt. Science Doc Shirt. Oh, komm. Was ist hiermit? Sehen aus wie Tanzstiefel. Ja, ist glaube ich derselbe Typ. Cool. Wir nehmen das. Das hier geht. Du kannst es anziehen, wenn du dich besser fühlst, okay? Ja. Zeit zum Schlafen. Ich kann bei dem Licht nicht schlafen. Ich puste es gleich aus. Komisch, dass das mal eine ganz normale Schule war. Science Doc ist ziemlich cool. Ja, Tin mag ihn auch. Ja, deswegen kriegst du das auch. Ich hatte doch noch mal so ein Dingensknochen. Nee, hier nicht. Ich weiß nicht, woran ich das sehen kann, aber ich kann die Tür öffnen, war doch da gerade. Nee, doch nicht. Jetzt nicht mehr. Ach, Mist. Gute Nacht. Träum schön. Hoffentlich nicht von Beißern. Und was, wenn doch? Peng. Ich hätte die Tür, ich hätte rausgehen können, aber wohin? Schön, dass vorgespult wird und wir das nicht so mitkriegen. Da steht 2 Wochen später, glaube ich. AJ? Ich glaube, wir träumen. Wo bist du? Ja, wir träumen. Folge dem Pferd durch deinen Traum. Welches Pferd? Welches Pferd? Jetzt mal ohne Scheiß. Welches Pferd? Das steht doch, sollte bestimmt Fahrt stehen, oder? Oh, nee, Pferd. Ja. Natürlich. Also, ich habe ja auch schon verrückte Träume, ne? Letztens hatte ich einen Traum. Da habe ich einen Anwalt kennengelernt. Von dem wollte ich auch mehr. Irgendwie, aber ich habe das Gesicht nicht erkannt. Ne? Habt ihr das auch, wenn ihr dann von so jemandem träumt und dann könnt ihr das Gesicht nicht erkennen? Auf jeden Fall. Und das war ein Anwalt und der war total korrupt und wir haben Leute betrogen und Geld geklaut und Scheiße gebaut und so Bonnie und Clyde-Stil. AJ! Aber sowas habe ich noch nie geträumt. Okay.
Du hattest einen Albtraum. Mhm. Denselben, den du früher immer hattest. Über das, was auf der Ranch passiert ist. Mir geht's gut. Geht gleich wieder. Hey, was hast du denn da? Hast du auch schlecht geträumt? Die hast du in letzter Zeit oft. Könnte ich meine Antwort kriegen? Ich fühle mich so sicherer, wenn ich nicht schlafe. Mhm. Ich will immer wach bleiben. Das schaffe ich schon. Nein. 18 Tage lang. Wenn ich alles gebe. Das Messer ist neu. Hast du das gemacht? Wann? Weiß nicht. Während du weg warst. Das war viel Arbeit. Ich musste immer dran denken, bis es fertig war. Komm, ich bring dich ins Bett. Nein. Du musst mich nicht immer kontrollieren. Du sagst, ich soll tapfer sein. Das bin ich. Du sagst, sei stark. Und das werde ich sein. Und mutig, die ganze Zeit. Du sollst stark sein, nicht dumm. Bin ich nicht. Du bist gemein zu Leuten, die dir helfen wollen. Das ist dumm. Bitte, nenn mich nicht dumm. Tut mir leid, dass du die ganze Arbeit machen musstest. Um für mich zu büßen. Ich werde dir mehr helfen, damit du nicht alles tun musst. Wohin gehst du? Auf Patrouille. Patrouille? Wegen der Gefahr. Böse Leute. Monster. Wovon deine Albträume halt handeln. Hm. Und wenn du stattdessen hier bleibst? Leg dich wieder hin. Ich bleib wach und pass auf, dass keine Albträume mehr kommen. Das kannst du nicht. Du kannst ja nicht zaubern. Woher weißt du das? Vielleicht habe ich es dir nur nie gesagt. Nee. Was ist denn? Kann ich vielleicht in deinem Bett schlafen? Wie früher, als ich klein war? Ja. Komm hoch. Ich habe keine Angst. Bin nur müde. Kann ich verstehen. Glaubst du, das brauchst du? AJ? Was? Du bist immer noch klein. Ja, ich weiß. Oh, süß, die beiden. Obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde mit dem Kleinen nicht so richtig warm. Okay. Schöne Deko. Bereit für die Arbeit, Kleiner? Von Albträumen werde ich immer noch müder. Ich auch. In deinem Bett habe ich besser geschlafen. Ich bin mit der Wache dran. Ja, die beiden scheinen sich richtig gut zu verstehen. Schön, dass er einen Freund hat. Was denn? Nichts ist nicht wichtig. Verdammt nochmal, Louis. Nimm doch einmal etwas ernst. Ich nehme das schon seit Tagen ernst. Schon seit über 2 Wochen tue ich das. Wie alle anderen auch. Was willst du? Hey. Ich dachte, Lily und Abel wären längst hier. Ich frag mich, worauf sie warten. Keine Ahnung. Ich wollte nur Zeit zur Vorbereitung. Aber die Warterei ist ätzend. Alle sind so angespannt. Soll ich dir helfen? Ja. Könntest du mal nach allen sehen, ob sie ihren Scheiß auch richtig machen? Klar, mache ich. Danke, Clem. Ich sollte jetzt mal den hinteren Gang vernageln, nachdem Louis es nicht macht.
Na gut, dann gucken wir mal. Hey, was machst du da? Testen, ob die Bombe hochgeht. Das kleine Ding bringt niemanden um. Ich will nur sehen, ob sie zündet. Das muss es. Unser ganzer Plan hängt von dem kleinen Ding ab. Wenn sie reinkommen, muss ich die Bombe zünden, während ich sie ablenke. Erwarte das Unerwartete. Ja, so in der Art. Das habe ich auf einem dieser blöden Motivationsposter gelesen. Die hing früher immer in der Schule. Als der ganze Wahnsinn losging, habe ich sie runtergerissen. Ja, blöder Mist. Kannst du? Meine Hand ist nach dem anstrengenden Tag total im Eimer. Bleib zurück. Ist das jetzt nicht sehr laut? Verdammte Scheiße. Wenn das nicht funktioniert. Verdammte Scheiße! Das klappt schon noch. Versuch's weiter. Ich hab ja nicht alle Zeit der Welt, Wissenschaftler zu spielen und den Scheiß auszutüfteln. Ich mach das. Ich brauch nur mehr Zeit. Alleine. Zum Nachdenken. Schon verstanden. Ich geh dann mal. Aber danke. Für deine Hilfe. Ja, so bin ich halt. Nichts mehr übrig. Ich frag mich, ob sie es nach dem Feuer wieder aufbauen wollten. Feuer? War das schon die ganze Zeit so? Ach, guck mal. Ach, sie liegt immer noch da und trauert. Oh mein Gott, Tiere sind so treu, ne? Ach, Rosie. Ich hoffe, es ist schön, wo du bist, Brody. Zu ihm hat sie nichts zu sagen. Oh, Mädchen. Was machst du da unten, Rosie? Braver Hund. Was hat Marlin immer gemacht? Ach, schon ist er aufgeheitert. Och, schön. Schön, 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 schön. Das müsste so ein Kanne-Korso sein. Nein, das machen wir nicht. Egal, was für ein Arsch er war, aber... Nein, das sollte man nicht. Das, nee. M-m. Mach ich nicht. Außerdem nachher sieht uns noch irgendeiner. Hier sieht's aus, als stünde ein Krieg bevor. Wo sind denn eigentlich die anderen alle? Na, reingehen kann ich nicht, okay. Auf so etwas würde ich nie schwören. Leb oder stirb, okay. Hoffentlich kriegen die Plünderer wenigstens Angst. Wir brauchen noch mehr Spieße. Weißt du, dass Sophie und Minnie bei ihnen sind, wenn sie kommen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Ich halte Wache, Clem, wegen der Gefahr. Wie, Patrouille? Nein, Clem. Wache ist total anders als Patrouille. Warum? Man geht nicht. Oh, stimmt. Klingt logisch. Das Funst. Es muss. Na, das ist nicht dieser, das ist nur dieser pieksende Stacheldraht, nicht dieser schneidende. Hm.
Ach, was das denn? Konzentration. Ach, Junge. Scheiße. Was ist los? In ein paar Wochen oder Tagen oder Stunden kommen die Plünderer. Fackeln alles ab, stehlen alles oder töten uns. Und dann ist es egal, wie schlecht ich war. Die Plünderer brennen nichts nieder und entführen niemanden. Wir beenden es. Du klingst wie Marlon. Also, nicht beim Kämpfen, aber deine Aufmunterungsversuche. Du weißt schon. Ich habe jahrelang nur dumme Witze gemacht und dumme Spiele gespielt und habe meinen besten Freund mit der Verantwortung allein gelassen. Den schweren Entscheidungen, den schlaflosen Nächten und am Ende einer Kugel in den Kopf. Und dann, als du uns sagen wolltest, wie er wirklich ist und AJ ihn erschossen hat, gab ich euch beiden die Schuld. Ich weiß, ich... Also ich wollte nicht... Ich kann's nicht ausdrücken. Ich vergebe dir. Jakob. Ich verstehe, warum du es getan hast. Ich bin nicht wütend. Ich vergebe. Er war mein bester Freund, wie ein Bruder. Aber was er getan hat, das war abgefuckt. Hier, nimm du. Oh, gerne. Wirklich? Gerne. Der gehörte doch Marlon. Ja. Und er hat damit die Schule verteidigt, bis... bis er aufgehört hat. Los, probier ihn aus. In die Richtung, bitte. Ich sag, Marlon war ein Arsch. Das, was er gemacht hat, war auch falsch, wirklich, ne? Und ich, aber... Und nur zur Info, ich lach mich schief, wenn du nicht triffst. Aber deswegen habe ich ja auch gesagt, bespucke ich sein Grab nicht. Und ich muss das mal eben kurz erklären. Weil das macht man nicht, ne? So, ich weiß nicht. Ich hab ein schlechtes Gefühl dabei, das Grab von jemandem, sag ich mal, zu schänden oder zu bespucken. Weiß ich nicht. Egal wie. Ich meine, er hat seine Strafe gekriegt. Außerdem bewahren wir uns noch ein bisschen Würde auf. Ja. Was noch? Ich habe gerade halt alle auch geschafft, auf meine Seite zu ziehen und nachher werde ich dann von irgendjemandem beobachtet. Nee. Was noch? Ja, mit Louis. Also, ich habe jetzt gesagt, gut, wir vergeben ihn. Wir können nicht ewig stinkig sein. Er hat uns ja jetzt nicht wirklich etwas getan, ne? Dass er sauer war, weil es sein bester Freund war und wie ein Bruder für ihn war. Und so. Ich kann das alles nachvollziehen. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich ihn jetzt wieder in die Arme falle oder nachher, weiß ich nicht, dass Clementine mit ihm zusammenkommt oder dass wir sagen, wie gesagt, wir vermissen ihn oder sonst irgendetwas. Jetzt die ganze Zeit sauer zu sein, ist auch scheiße, weil er hat sich entschuldigt, ne? Und er hat uns ja schließlich auch geholfen, weil er ein schlechtes Gewissen hat und so. Deswegen habe ich jetzt gesagt, komm, wir vergeben ihn. Boah, ich bin gut. Verdammt! Ich darf dich nicht wütend machen, wenn ich mit einem großen roten Kreis auf der Brust vor dir stehe. Wenn du noch mehr üben willst, sag mir Bescheid. Okay? Klingt gut. Und Clem, danke. Für alles. Ich mag Vi. Violet ist dabei, den Korridor zu nageln, oder? Ja. Ich hätte es auch gemacht. Nur das hier war mir wichtiger. Schon okay. Sie musste sich nur irgendwie beschäftigen. Na dann, alles gut. Üb ruhig, wenn du willst. Es ist alles bereit für dich. Da, nimm den Bogen und... Ja gut, ich kann ja schießen, ne? Hinterer Korridor ist sicher. Wie sieht's aus? Okay, oder also... Einfach total scheiße? Also, es ist nicht perfekt, ehrlich. Aber sie versuchen es. Mit allen Mitteln, die sie haben.
Versuchen verhindert nicht, dass sie entführt werden. Versuchen hält die Plünderer nicht davon ab, unser Zuhause abzufackeln. Mann, Clem! Seit die Beißer Leute fressen, gibt es keine Teilnehmerurkunden mehr. Du bist ein Langweiler und deine Idee ist blöd. Ach, ich bin blöd. Du kannst doch nicht logisch denken, wenn du dich hören könntest. Mann, was zur Hölle? Violet meinte, wir sollen zusammen die Fallen vorbereiten. Aber Asim hört nicht auf mich. Das heißt nicht, dass ihr euch anschreien müsst. Halt dich da raus. Ich hab eine Idee. Wir füllen Kleidersäcke mit Ziegeln. Wenn die Plünderer zum Gebäude kommen, lassen wir sie fallen. Willy hier will einen Plünderer mit einem riesigen Baumstamm umhauen. Wenn überhaupt. Total idiotisch. Du bist ein Idiot. Du bist kindisch. Will ich nicht. Ich will helfen. Dann hilf und hör auf zu streiten. Der Baumstamm klingt, als könnte er echt Schaden machen. Hab ich doch gesagt. Klar, Schaden an einer Person, wenn er überhaupt wen trifft. Ich weiß nicht, warum ich überrascht bin. Wann hat Willy denn überhaupt mal was Nützliches für die Schule gemacht? Selbst Wache schieben war zu schwierig. Was zur Hölle? Hey, alles klar? Ja, prima. Mist! Mann, wir bringen uns noch gegenseitig um, bevor die verdammten Plünderer kommen. Wir brauchen ein Ventil, um Druck abzulassen. Hey, Mann, wie läuft's? Verpiss dich! In der Ecke sitzen und schmollen hilft uns auch nicht weiter. Komm, lach mal wieder. Du wirst jeden Tag ätzender. Egal. Ich habe einen Plan entwickelt, die Stimmung zu verbessern. Und der Plan ist ein Spiel. Oh, no. Komm, wir müssen spielen. Okay, ich komme. Wir haben seit Wochen nichts gespielt. Seit dem Abend mit Marlon. Also, wenn du Ruby fragen willst, ob sie mitspielt, ich warte gern. Halt's Maul, Alter! Ich schwör's dir. Du bist in Ruby verknallt? Was spielen wir? Wahrheit oder Pflicht? Oh, nee. Wahrheit oder Pflicht spielt man doch nicht mit Karten. In dieser Version schon. Alle ziehen. Die höchste Karte darf fragen, die niedrigste muss antworten. Hm. Coole Idee. Ei. Das war klar. Das wird witzig. Mal sehen. Oh, nee. Wahrheit. Heiraten, ficken, umbringen. Was? Also schön. Heiraten, flippen, umbringen. Ruby, Asim oder James, der Typ, der dich gerettet hat. Oh Gott. Ach, du musst antworten. So sind die Regeln. Mal sehen. Heiraten würde ich... Ach du Kacke, nee. James, Ruby, Asim. Scheiße. Ruby. Vorsicht, Asim. Die kommt angerauscht und ruiniert dir deinen Traum. Du musst zugeben, dass Clem viel toller ist als du. Ich flippe... Flippen, 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 flippen. Flippen, flippen. Oh Gott, nein. Muss ich das jetzt wirklich tun? Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Asim umbringen würde, ne? Der sitzt da. Also nehme ich flippen. Asim, komm. Asim. Oh, wow. Das ist... Wow. Jetzt ist es peinlich. Ich glaube nicht, dass du sein Typ bist. Er mag Rothaarige. Alter, sei still. Umbringen tust du also. Das ist der Wahnsinn. Junge aus dem Wald. Ich vergieße eine Träne für den armen Jungen, den keiner von uns je gesehen hat, den Clem sich wohl nur ausgedacht hat. Nein, ich habe ihn getroffen. Tja, jetzt ist er tot. Armer Kerl. Oh Mann. Das ist doch super. Wir lachen, wir verstehen uns und wir denken mal nicht an mordlustige Arschlöcher, die uns verschleppen wollen. Nicht, wenn du es nicht erwähnst. Auf zur zweiten Runde. Ach, ich bin doch bestimmt auch wieder dran. Ne? Das Spiel ist unfair. Oh, nee. Ich habe gewonnen. Und der arme Asim hat verloren. Oh. Definitiv. Pflicht. Okay. Gebt euer Schlimmstes. Geh einen Beißer küssen. Ah, nee. Ruby um einen Kuss bitten. Ah. Obwohl, das ist grauenvoll, ne? Aber wir könnten es ihnen... Scheiße, jetzt, ich bin unentschlossen.
Geh einen Beißer küssen. Okay, das ist, ne, eklig, aber, ne, machbar. Ruby um einen Kuss bitten. Das wäre total peinlich. Es könnte ihn auch ein bisschen verärgern, ne? Ich blamier ja nicht gerne jemanden, also. Küss einen Beißer. Was? Vergiss es. Du musst nach den Regeln spielen, Mann. Das, also, da kann ich sterben. Auf die Backe. Vermeide die Zähne. Wie eklig. Oh Gott. Ich hasse alle. Das war unglaublich. Tja, ich glaube, wir haben heute alle etwas über unseren guten Freund Asin gelernt. Hauptsächlich, dass er keinerlei romantischen Charme hat. Klappe! Aufgepasst, Leute! Runde 3 geht los. Oh nee. Ich hab wieder... Nein! Ich hab's. Oh nein. Wir haben den armen Asim wegen der süßen Ruby übel geärgert. Oh, oh. Also müssen wir auch jemand anderen wegen seiner unerwiderten Liebe ärgern. Was? Also, Clem, gibt's hier jemanden, den du magst? Oh nee. Ernsthaft? Magst? Bist du 6 oder was? 7. Danke. Ja, ich habe definitiv Gefühle für jemanden. Oh, wer ist das? Nein, ich sag nichts. Asim, du hast die höchste Karte. Und verloren hat Tennessee. Mhm. Was hast du noch nie irgendjemandem erzählt, weil du Angst hattest, dass du ausgelacht wirst? Ganz genau. Ich glaube, dass es die Beißer nicht ewig gibt. Irgendwann verschwinden sie. Weil die Welt ein Kreislauf ist, oder? Eiszeit, Steinzeit, irgendwelche anderen Zeiten. So ist das eben. Diese Zeit endet und eine andere beginnt. Eine Zeit ohne Beißer, wie es früher war. Das hoffe ich. Warum sehen mich alle so an? Das ist echt schön. So habe ich das noch nie gesehen. Was ist los, AJ? Ich weiß nur nicht, wie es ist. Ihr alle schon, nur ich nicht. Ich erinnere mich nicht an eine Zeit ohne Monster. Weißt du was, kleiner Mann? Das ist total okay. Glaub mir, die Welt vor dieser war ziemlich beschissen. Und das ist die richtige Stelle, um Schluss zu machen. Wir müssen sowieso die Arbeit fertig kriegen. Es wird dunkel. Hältst du Wache? Ja. Clementine ist nach mir dran. Was? Kann ich mitkommen? Aber sicher doch, Kleiner. Hey. Hey. Brauchst du Hilfe mit dem Baumstamm? Ja. Er ist echt schwer. Bauen wir den tödlichsten Baumstamm aller Zeiten. Na, sorry wegen vorhin. Geht doch. Schon okay. War ein guter Treffer. Ich bin unterwegs zum Glockenturm. Ich will vor dem Schlafengehen noch die hintere Wand überprüfen. Brauchst du Hilfe? Klar, wenn du Lust hast. Du kannst mir auch stattdessen helfen. Ich habe Klavierdienst. Was denn? Ich muss noch ein wenig üben, bevor jemand es noch zu Brennholz machen will. Ich will ein Projekt versuchen, das nur zu zweit geht. Ich fühle mich gerade ein bisschen zwischen den Stühlen und folge Violet. Weil, ne? Sie immer zu mir stand. Aber ich muss Schluss machen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. We're not at the range.